Schlaflos, depressiv, Burnout. Wie weiter? Immer mehr Menschen müssen sich in unserer schnelllebigen Welt mit dieser Frage auseinandersetzen. Doch warum ist das so? Warum leiden wir offensichtlich derart unter den Segnungen der Moderne, auf die wir doch so stolz sind? Smartphone, Internet, Social Media. Diese großen Errungenschaften der Menschheit machen zwar vieles einfacher, doch sie machen unser Leben auch schneller. Viel schneller. Wir leben im permanenten Turbomodus. Das bedeutet Stress. Und der macht uns krank. War das, was früher war, vielleicht auch besser für uns Menschenseelen? In grauer Vorzeit waren die Menschen Jäger und Sammler. Sie lebten mit dem Sonnenlicht. Sie wurden wach, wenn die Sonne aufging, gingen schlafen, wenn es Nacht wurde. Das Leben folgte einem natürlichen Rhythmus. Und ja, auch unsere Vorfahren kannten Stress. Wenn Gefahr drohte oder während der Jagd. Kurze Zeitspannen, in denen der Körper durch die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin auf Höchstleistung schaltete und so das Überleben oder den Jagderfolg sicherte. Der Unterschied zu heute? Wir kommen aus diesem Jagdmodus nicht mehr heraus. Wir sind ständig gestresst und setzen damit im Körper einen Kreislauf in Gang, der unserer Gesundheit schadet. Wir jagen nach Erfolg, Anerkennung, Selbstbestätigung. Das Streben, die oder der Beste zu sein, bestimmt unser Leben. Im Beruf, in der Schule, beim Studium. Bei Freunden und Familie, im Sport, bei unseren Hobbys. Für immer mehr dauerhaft Gestresste endet dies in Schlaflosigkeit, Depression und Burnout. Im Ratgeber Schlaflos, Depressiv, Burnout, wie weiter? Zeigt Therapeut Christian Frautschi aus Männedorf interessante Zusammenhänge auf. Was ist Stress? Wie hängt unser moderner Lebenswandel mit Symptomen wie Müdigkeit, innerer Leere und Antriebslosigkeit zusammen? Wie reagiert unser Organismus auf Stress? Welche Warnzeichen für Erschöpfung, Depression und Burnout gibt es? Und wie erkennt man diese? Warum sollten Rückenbeschwerden, Verspannungen, Hexenschuss, Magenschmerzen, Verdauungsprobleme oder Kopfschmerzen hellhörig machen? Der Ratgeber zeigt aber auch Wege aus der Krise, zurück zu einem normalen Alltag. Wer die Zusammenhänge versteht und die Warnzeichen erkennt, kann die Heilungsressourcen nutzen, die jedem Einzelnen von uns zur Verfügung stehen. Wie kann man Stress abbauen? Was tun, wenn man nicht einschlafen kann? Was hilft gegen ständige Müdigkeit? Wie wird man glücklich? Die erfahrungs- und praxisbezogenen Tipps im Ratgeber Schlaflos, Depressiv, Burnout, wie weiter, geben darauf viele individuell anwendbare Antworten für Therapeuten, Betroffene und Angehörige.